Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen, Barbecue. Heute mal cool, wir machen heute eine Grillente. Vielleicht so als Vorbereitung auf Weihnachten oder auch mal einfach so zwischendurch. Und wie man das macht oder wie ich das mache, ich habe so ein paar kleine Tricks, zeige euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, die Zutaten dafür sind ein paar, aber alt überschaubar. Als allererstes Ente habe ich hier von Beef Bandits eine Oldenburger Grillente. Also Oldenburg, Produkt aus Deutschland. Schöne, vernünftige Haltung, vernünftige Aufzucht, vernünftige Schlachtung. Braucht man nämlich. Weil wenn man eine vernünftige Ente haben will vom Grill runter, muss man eine vernünftige Ente ruf tun. Da habe ich mich selber schon angeärgert, wollen wir mal so sagen, mit ja, Dingen, die irgendwo im Angebot gehabt, die wir ja nicht günstig genug kriegen konnten und der ja irgendwie so ein zäher Vogel war, wo nicht viel übrig blieb. Und da haben wir gesagt, nee, das ändern wir, haben hier Oldenburger Grillente. Also dieses wunderschöne Tier. Dann habe ich hier vorne als Geheimzutat sind das Lebkuchenherzen, und zwar die, die mit Orangen gefüllt sind. In dem Fall Zartbitter. Wenn ihr Zartbitter nicht mögt, dann nehmt ihr Milchschokolade. Aber das ist so mein Trick, um die Soße wirklich für faul hinzukriegen. Dann haben wir ein bisschen Öl. Immer ganz wilder Klaus, also ein Gewürz für Gans und Ente. Wenn ihr nicht habt, könnt ihr euch das kaufen oder nachmischen. Support ist kein Mord. Hier habe ich aus meinem Basic Stock einen halben Liter Brühe mir gemacht. Und hier vorne ist ein halbes Kilo Zwiebeln, so geviertelt. Dann habe ich noch ein bisschen Küchengarn, die Flügelschere und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Also bereiten wir uns unsere Ente vor und da sieht der lange Schlund noch dran. Den brauchen wir an der Stelle nicht. Da setzen wir einfach mit dem Messer einen schönen Schnitt und nehmen den und tun noch Käfer weg, weil hier ist noch Fett dran und Geschmack. Und deshalb, zack, fliegt er gleich drüber in die Schale. Dann haben wir hier noch die langen Flügel und an denen ist eh nichts dran. Und die kann man entweder mit dem Messer oder mit der Flügelschere auseinander machen. Also einfach hier einen Schnitt machen, dann brichst du den eh mal rüber. Und ja, ich kann euch empfehlen, macht das mit dem Messer und die Flügelschere nehmt ihr ja schön zum Zerteilen. Und auch da ist schön Geschmack dran. Kann man hier auch nochmal immer aufbrechen, dann kommt nämlich schön das aus dem Gelenk hier die ganze Kollagen raus. So, zack, das macht die Soße nachher ein bisschen sämiger. Und auch die wandern in unsere Schale rein. Und machen wir auf der anderen Seite ganz genauso. Du kannst sie nur dran lassen, aber dann verbrennen die meistens bloß und da ist nicht so viel Schöne dran. Dann anders als bei einem Broiler, da wird gesagt, mach die Teigdrüse aus, beim Broiler hast du die nicht, aber wir haben hier einen Wasservogel vor uns und hier siehst du hier hinten das kleine Ding und da ist die Teigdrüse drin und ich empfehle die tatsächlich wegzumachen. Jetzt kannst du den kompletten Bürzel wegschneiden oder die rausoperieren und dann nehme ich das Messer und schneide die hier immer rechts in, eh mal links in und was wir hinten noch nicht haben, dann nehmen wir einfach mal die Flügelschere und knacken die immer durch. Und dann haben wir die ganzen Teigestück weg. Das kommt aber nicht in Soße, das legen wir weg. Da können sich die Katzen drüber freuen. Und dann haben wir die schon mal so pariert, wie wir sie brauchen. Jetzt kommen wir zum Würzen. Würzen ist total easy. Also da hast du dir entweder eine Mischung gemacht oder bei deinem Grillhändler deines Vertrauens im Internet oder bei Raps.com kaufen oder wo auch immer. Hier schön dieses Gewürz dir geholt. Notfalls würzt du das so, wie du lustig bist, aber ich finde, dass die Nummer einfach nochmal alles ein bisschen schöner macht. Und da reiben wir die ringsrum mit ein. Wichtig, dass innen wirklich genug Gewürz drin kommt, weil innen hattet ihr jetzt ganz lange Zeit, wirklich richtig schön durchzuziehen. Und dann binden wir uns den noch, dass er nicht so lummelig rum oxidiert. Und dann mache ich hier einfach bloß hier immer unten Faden drunter, immer abschneiden und hier die Flügelchen mit so einem Doppelknoten. Mit dem Doppelknoten sichern hier. Da muss man jetzt kein Binnenschiffer sein, um da den besten Knoten ranzumachen. Das tut so vollkommen. Und was ich ganz gerne mache, ist, dass wir die Keulen hier hinten auch noch mit so einem kleinen Bondage versehen. Da knotigt die eine. Dann mache ich hier eine kleine Schlaufe. Auch wieder mit dem Doppelknoten um die eine. Flüchte rum. Zack, dann nehme ich die andere dazu. Kommt auch hier wieder so ein kleiner Doppelknoten ran. Weil wenn du die versuchst, in einen Doppelknoten drin zu kriegen, dann rutschen die irgendwie auseinander. So. Und so bleiben sie schön da, wo sie sind. Siehst du hier, schön fix und fertig. Die überstehenden Schnürchen, die schneiden wir aus ästhetischen Gründen ab. So, und jetzt muss ich sagen, also bis jetzt, glaube ich, kann mir jeder folgen und kann die danach machen und ich kann euch verraten, der Rest wird auch nicht schwerer. Und zwar nehmen wir einfach so einen Spieß, ziehen wir hier durch die Ente durch.
sichere den so ein bisschen, dass er so ein bisschen riniert. Nicht das Ding komplett zerlöchern, aber so ein bisschen halt braucht es halt. Von der anderen Seite spieß drauf. Geh mal wieder den setzen. Auch da hier so ein bisschen, dass die gut eingespannt ist. So, kicken wir. Passt, muss man auch nicht ausgleichen. Ne? Also die aktuellen Spießmotoren, die es so gibt, die drehen sowas einfach ganz locker mit. Da muss man nicht anfangen, hinten mit den Gewichten irgendwie rumzueiern. Dann öle ich immer die Zwiebeln hier schön. Dann werden die nämlich ein bisschen besser. Die braten besser, wenn die ein bisschen Fett ringsrum haben. Sonst trocknen die bloß auf der Oberfläche aus. Und die haben nämlich nicht so fürchterlich viel Hitze jetzt im Grill, aber die mich ganz schonend machen mit der Ente. Und da ist es besser, wenn du vorher ein bisschen Öl drin hast. Deshalb jetzt erst die Brühe hier drin. Und dann die Zwiebeln oben rauf. Dann spülst du das Öl nämlich gleich wieder ab. Ah, hier. Noch ein kleines Löffelchen von dem Entengewürz rüber. Und dann basteln wir uns unseren Grill zusammen. Hier haben wir uns so jetzt aufgebaut, dass jetzt die Ente falsch rumläuft. Dann soll sie nicht. Läuft immer noch falsch rum. Also immer ein- und ausschalten. So, jetzt läuft sie richtig rum. Das ist sehr schön. Und jetzt machen wir uns unseren Heckbrenner an. Haben hier unten drunter unsere Tropfschale stehen. Den Heckbrenner nicht ganz so volle Pulle, sondern so ein bisschen runterstellen, weil wir haben jetzt wirklich 3-3,5 Stunden Zeit, wo der wirklich ganz entspannt vor sich hin grillt und schließen den Deckel. Wie viel Grad ist das denn so etwa? Na, ich mache das bloß mit der Strahlungshitze von hinten. Also meistens machst du das ja mit dem Heckbrenner. Wenn du Heckbrenner nicht hast, dann würde ich sie so auf so 140 Grad erstmal zum Anfang einstellen und zum Ende kannst du das immer noch hochfahren und richtig knusprig machen. Aber jetzt wirklich mal so die ersten 3 Stunden ganz entspannt nur so drehen lassen, drehen lassen, drehen lassen. Gibt ein schönes Rezept vom Alexander Herrmann, der macht die 7 Stunden lang, aber ich glaube bei 90 Grad oder so, so viel Zeit habe ich nicht, deshalb machen wir ein bisschen mehr Temperatur und sparen uns ein bisschen was, aber es ist immer noch lang genug. Swoosh ist vorbei, das heißt, wir gucken mal. Und so sieht unser Vogel nach knapp 2 Stunden aus, also er ist schon schön im Werden und im Tun. Die fällt mir schon mal, also können wir ruhig noch weiter laufen lassen. Und die Zwiebeln kriegen schon ganz clean die ersten dunklen Spitzen. Der Rest gammelt da schön vor sich hin unten drum, kann schön Zeit und Saft abziehen. Die Zwiebeln geben Saft ab, das Fleisch gibt ein bisschen Aroma ab. Herrlich, genauso muss die Sache laufen. Und jetzt schließen wir einfach nochmal für, ich sag mal so, 1,5 Stündchen hier die Deckel. Woher weiß ich denn, wann die Ente fertig ist? Man kann Kerntemperatur nehmen, wenn man da so auf Richtung 85 Grad ist, dann ist gut. Und dann sollte auch so braun sein, wenn nicht. Dann einfach nochmal alle zum Ende hin richtig hochdrehen, dass die richtig nochmal Kruste kriegt. So, knapp 3,5 Stunden sind um. So sieht unser Vogel aus. Sieht schön aus, kann aber noch ein bisschen röscher werden. Und dazu nehmen wir jetzt 10 Gramm hier raus, hier unten, ohne Kleckern, Herr Götzner. Sehr gut. Und jetzt reißen wir hier immer die Brenner nochmal auf. Unten geben nochmal Vollgas. Na, wir machen die unten drunter aus, sonst kommt die zu voll Fett. Rechts und links volle Pulle auf, Heckbrenner, alles was geht. Und lassen die jetzt richtig unter Feuer so bei 300 Grad nochmal richtig aufknuspern. Und in der Zwischenzeit machen wir die Soße. Und das ist ganz easy. Wir kippen einfach das Zeug hier drin, minus den Fleisch und den Knochen, da rein. Packen unsere Lebkuchen dazu und lassen es immer im Karussell fahren. Das zeige ich euch nicht. Jetzt ein bisschen mit Salz und Zucker nochmal abschmecken. Und falls mir die Farbe noch nicht passt, dann Zuckercouleur, ihr wisst Bescheid. So sieht der Bursche jetzt aus. Konnte mal schön ein bisschen Temperatur ziehen. Schad ihm ja nicht. Und den nehmen wir jetzt runter. Ganz wichtig, immer Handschuhe anziehen, weil der Spieß ist bollenheiß. So, dann löst man hier so eine Kralle. Zieht die runter. Auch die zur Seite legen, dass er sie nicht gleich wieder anfasst. Löst jetzt hier. Dann kommt der Vogel schon runter. So. Und da liegt er. Oh, was für ein herrliches Ding. Nicht zu groß, nicht zu klein. Genau richtig. Und du siehst hier schon, da löst sich so ein bisschen schon die Haut auf. Oh, perfekter Zustand. Und wenn wir den mal auseinandernehmen, den Vogel, ich mach mal für mir einen Teller fertig mit Brust oder Keule. Und in dem Fall bin ich für Keule. Ihn schnapp hier. Dann haben wir das weg und das hat halt wunderbar gehalten. Und hier unten ist auch. Hab ich mich fast mit dem Messer erwischt, wa? Na, mich wollen. Ja. Macht nichts. Spaß. Ich meinte nur die Zuschauer, weißt du, also, aber gut. Ich soll nicht mal schleimen, wa? Blick erschreckt, wa? Ja, 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 böse. Den hättet ihr sehen sollen. So, und jetzt mache ich, was ich am schlechtesten kann. Und zwar hier so die Keule ausschneiden. Also, ich fange mal hier unten an. Und lösen die mal raus. Hier oben ein Schnitt hier am Rücken. Lang, da ist das Gelenk. Die wieder runter. Also, das ist echt immer
Ja, tut mir ein bisschen leid um den Vogel, aber das hilft ja nichts. Dann brechen wir das einmal hier raus. Ha, die meinen ja nicht so schlecht. Und machen uns einen schönen Teller. So, dazu lege ich hier unsere Keule hin. Und ich habe ja meine Frau gerade geärgert, aber jetzt mag ich sie wieder glücklich, weil die mag nämlich keine Kartoffelklöße. Deshalb habe ich hier ein paar Gnocchis dazu. Sag mal Gnocchis, niemand sagt Gnocchi. Keine Ahnung. Wie sagt man, Peti? Ich glaube, Gnocco ist eine Beleidigung. Ich wollte die schon mal immer durch Fett durchgezogen. Okay. Das ist Rotkohl, den kenne ich. Ja. Jetzt spricht man übrigens Rotkohl aus. Rotkraut, oder Blaukraut? Blaukraut, genau. Ja. Rotkohl bleibt Blaukraut. Bitte? Und. Ja. Rotlein. Genau, ich du mir noch rasiert. Die verleitet mich zu Unsinn erzählen. Guck mal hier. Und hier ist unser Süßchen. Mhm. Ich habe tatsächlich mit ein bisschen Zuckerkouleur nochmal. Also war schön braun, aber mit ein bisschen Zuckerkouleur drüber. Wir kippen das hier einfach mal schön dazu, wa? Hier an der Seite. Oh. Ah, ja, über den Teller rüber. Naja. Zack. Der Rest muss so sein. Und ich würde sagen, das sieht schon sehr gut aus. Aber wir müssen kosten, wa? Also, MCP, die jetzt gehen wir hier. Nehmen wir mal so einen Gnocchi. Oder kannst du ja schön in der dicken Soße. Die kosten vielleicht, sonst komme ich jetzt nicht. Und schön zerfallig. Mhm. Oh, also, die muss, wa? Mit Pelle und Soße. Oh, also auf euch Rinnen, Jodelbirne. Ich kenne den nämlich, wenn ich mich hier mit Gnocchis abfrühstücken. Und klar, aber kostet die auch mal. Ich nehme ordentliche Fleisch hier raus. Das zeige ich euch mal hier in der Kamera. Schöne, ich versuche die Hand stillzuhalten. Kennt ja meinen alten Tremor, mein Zittern, aber das ist halt wie das. Und jetzt ein schönes Stück Fleisch mit Pelle und einem. Weihnachten, oder? Alter, spricht ja nicht nach Weihnachten, aber butterzart und lasst euch nicht das hier, macht wirklich die Enten entspannt. Wir sie langsam drehen lassen, braun werden sie immer noch. Also nicht gleich zum Anfang voll Pulle einjagen, sondern schön entspannt durchziehen lassen, Kreise drehen lassen, bis ihr schwindelig ist und dann so nach 3,5 Stunden halt runternehmen. So ist das, sie sind total easy. Die Pelle nochmal aufknuspern und ja, eine sehr, 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 sehr geile Nummer. Und wenn er die Ente bestellt, jetzt muss ich noch kurz einen Werbeblock am Ende machen, und die bei Beefbandes bestellt, verwendet nicht den Code, kennst du den? Peter10. Nein, an Klaus10. Richtig, Klaus10. Und dann supportet diesen Kanal weiter. Ansonsten Daumen nach oben, wohlwollende Kommentare. Und lasst euch mal eine schöne Ente wieder auf dem Grill schmecken. Mmh. Mega geil. Kannst du nicht hinterheben? Ich kann, schmeckt nur im Hochsommer. Super. Okay. Tschüss. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.